Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing. Und zwar haben wir uns das Helmset des Schatzjägers gekauft. Bei Aventuria ist es immer so ein bisschen schwierig, man weiß immer nicht, also es gibt keine Datenbank, wo drin steht, welche Karten in welchem Set drin sind und was die Karten überhaupt können. Deswegen haben wir uns das mal gut Glück gekauft. Und ja, die sind auch nicht ganz billig, die kosten zwischen 11 und 23 Euro. Und wir schauen einfach mal jetzt rein, würde ich sagen, und gucken, ob es sich lohnt, dieses Set zu kaufen. So, ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich habe keine Ahnung, außer der Heldenkarte, was da sonst so drin ist. Vielleicht noch kurz vorweg, bei den Heldensets sind immer 30 Karten drin für den Held und dann noch das Abenteuer. Wir gucken uns jetzt nur die Spielerkarten an. Beim Abenteuer möchte ich mich einfach nicht spoilern, ich möchte nicht wissen, was da kommt. Dementsprechend konzentrieren wir uns wirklich nur auf die Spielerkarten. Hier, also ich packe das hier gerade schon einfach weg. Das ist hier einmal so die Anleitung. Das ist wahrscheinlich dann eben für die Kampagne. Ihr seht ein kleines Buch. Wie gesagt, ich will da nicht groß spoilern. Ich blätter da jetzt einfach mal ganz kurz durch. Das scheint so ein bisschen aufgebaut zu sein wie so ein Abenteuer. Nur für euch mal als Info. Mit mehreren Kapiteln. Nur so vorweg. Jetzt schauen wir uns aber die Spielerkarten an. Na, das war eine Fusselarbeit. Speziell, wenn man keine Fingernägel hat. Uns mal Abhilfe hier mit dem Messer. So. Also, der Schatzjäger, wie gesagt, die Karte, die gibt es auch im Internet. Ich lege jetzt einfach mal hier hin. Von den Werten her, Nahkampf 11, Bogen 11, Ausweichwert von 6. Ist erstmal ganz gut, hat halt zwei Angriffe, hat aber keinen Magieangriff. Was halt besonders ist, ist die Grundausstattung. Da kann man sowohl für Nahkampf als auch für Fernkampf angreifen. Das ist ganz cool, weil je nachdem, was man für eine Waffe auf der Hand hat oder eben nicht auf der Hand hat, wenn man zum Beispiel jetzt eine Nahkampfwaffe auf der Hand schon hat, dann nimmt man den Angriff einfach als Fernkampf und kann trotzdem zweimal angreifen. Dann kommt er mit der Sonderfähigkeit Schatzjäger. Lege einmalig eine Ausdauerkarte ab, um dir bis zu zwei Augenmarker nach den üblichen Regeln zu nehmen. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Die Seite ist ganz normal, kennt ihr ja, ist dann die umgedrehte Version. Dann packen wir den mal gleich hier auf den Stapel, mal umgedreht. Dann kommt er hier mit seinen Werten. Und wenn wir damals auf die Werte gucken, fällt auf, Heimlichkeit hat eine 12, Wildnisleben ist ja gut, hat eine 12 und Wissen hat eine 12. Nicht so gut ist sein Handwerk und Willenskraft, da hat er nur eine 8. Und auf der anderen Seite die Deckbau-Restrictions, wer jetzt, sage ich mal, eben nicht mit dem vorgefertigten Deck spielen will, sondern mit dem eigenen Deck spielen möchte. Da fällt halt auf, dass er im Prinzip keine schweren Items, Gegenstände tragen kann, Ausnahme der Fernkampfwaffe. Dann nehmen wir mal hier das nächste, ich packe das mal so, dass ihr es auch sehen könnt. Bringt ihr hier eine Regelkarte mit Festtumer Entdecker. Bilde einen Stapel aus 5 Belohnungskarten mit dem Symbol, mal gucken, ich sehe das, finde ich gar nicht richtig, mit dem Abenteurer-Symbol. Dies ist der Entdeckungsstapel des Festtumer Entdeckers. Spielst du eine Talentkarte mit dem Heldenkürzel FET oder FET Weiß, darfst du einen Nupsi ablegen, um eine zufällige Karte vom Entdeckungsstapel zu ziehen. Okay. Spielst du eine Talentkarte mit der Heldenkarte, bla bla. Das heißt, wenn ich eine Karte von meinem, also wenn ich eine Talentkarte mit meiner Abkürzung spiele, dann darf ich zusätzlich einen Augenmarker ablegen, um eine Karte von dem Entdeckungsstapel zu ziehen. Also als Hintergrund für euch. Der hat zwei
quasi zwei Decks, einmal sein normales Deck mit jeweils 30 Karten und dann noch eins, wo seine Entdeckungskarten drauf sind. Und auf der Rückseite steht nochmal genau dasselbe drauf. Dann hier die HP-Karten. Finde ich nicht so glücklich gewählt. Wir spielen da lieber mit den Zahlenrädern, damit man halt die HP mal drehen kann, weil wie gesagt, da kommt man einmal gegen und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wie viel HP man hat. Das war ein bisschen blöd. Dann seine erste Karte. Spiele diese Karte zu Beginn einer Aktionsphase. In diesem Zug kostet dich das Ausspielen des nächsten Talents oder Vorteils 2 Mana weniger und das Ausspielen von Waffen und Rüstungen jeweils 2 Mana mehr. Gibt schon so einen netten kleinen Einblick, dass eben man mit ihm eigentlich keine Waffen und Rüstung spielen soll, sondern Talente und Vorteile, könnte man meinen. Dann kommt er mit einem Hut rein. Er sieht so ein bisschen Indiana Jones Flair. Würfelst du bei einem Schadenswurf das Maximum oder bei einem Angriff oder einer Probe einen kritischen Erfolg, lege einen grünen Marker auf diese Karte. Maximal dürfen 5 grüne Marker auf dieser Karte liegen. Für jeden grünen Marker auf dieser Karte erhalten alle Gegner minus 1 auf alle Angriffe gegen dich. Das wäre jetzt im Duellmodus natürlich. Für uns ist immer vor allem der Abenteuermodus interessant, weil wir eigentlich immer als Koop spielen. Wirst du das Ziel sage ich mal, eines Schergenangriffes, Wurfs, für jeden grünen Marker auf dieser Karte um 1 wird der Wurf erhöht. Wenn sich dadurch die Aktion ändert, bleibst du trotzdem das Ziel der Aktion. Also man ist ja nicht plötzlich, sage ich mal, ja, es ist, glaube ich, selbsterklärend. Einfach, wenn ich das Ziel eines Gegners bin, dann bleibe ich auch das Ziel des Gegners, egal was wie der Wurf verändert wird. Das heißt nicht irgendwie, mein Gegenüber wird plötzlich getroffen. Das kann man damit nicht machen. Ansonsten, was vielleicht noch interessant ist, das ist eine Rüstung Kopf. Ne? So viel zum Thema. Wir hatten ja gerade die Karte. Man soll keine Rüstung spielen. Er bringt also durchaus auch Rüstungskarten mit sich. Die nächste Karte. Setzt du einen Augenmarker ein, um einen deiner Angriffe oder eine Probe zu wiederholen, wird das Ergebnis des neuen Wurfs um 3 verbessert. Im Abenteuer, zusätzlich erhältst du Willenskraft plus 1. Okay, man kann also seine Werte mit dieser Karte boosten. Für 2. Die nächste Karte. Wenn mindestens 4 Karten in deiner Ablage liegen, ziehe eine Karte. Effektiv bedeutet das, du spielst diese aus, das ist ein Talent auch, ziehst du jede Runde eine Karte. Und ihr seht auch hier, man kann hier sein Wissen boosten, das ist auch ganz interessant. Für 2 gute Karte. Dann stylisch finde ich sehr gut, kommt das Rüstung, eine schwarze Lederjacke, Rüstungsschutz 2, kann nur gegen Angriffe mit 6 oder weniger Damage eingesetzt werden. Also für 1. Ja. Ich bin jetzt nicht so groß der Fan von Rüstung. Aber der Style, der geht schon fit. Dann die Kulturkunde. Nimm ein Talent oder einen Vorteil eines Gegners. Okay, das ist, ich sag mal, das überspringe ich mal, weil das jetzt der Duellmodus ist. Könnt ihr euch natürlich selbst gerne durchlesen. Im Abenteuer. Benenne beim Ausspielen ein Schergenschlagwort. Gegen Schergen mit diesem Schlagwort darfst du die Schadenswürfe deines Angriffs jeweils einmal pro Angriff wiederholen und das bessere Wurfergebnis verwenden. Zusätzlich erhältst du eine Überzeugung. Also kostet 4, ist jetzt nicht ganz billig, aber man kann auch hier wieder seine Werte boosten und nochmal neu würfeln. Ist auch nicht so verkehrt. Aber ihr seht also, okay, man kann anscheinend, der funktioniert so, dass man mit ihm seine Werte boosten kann. Deine Fackel für 0 ist ein Nahkampfangriff mit 1 wie 6. Verliert die Gegner durch diesen Angriff HP-Würfel 1 wie 6. Bei einem 1 bis 3 verliert der Gegner zusätzlich HP gleich dem Ergebnis dieses Wurfes. Ui. Die ist nicht schlecht. Die ist wirklich gut, muss ich sagen. Bei Angriffen mit dieser Waffe zählt auch eine 19 als kritischer Patzer. Würfelst du einen kritischen Patzer, lege diese Karte nach dem Angriff ab. Ja, aber trotzdem, die ist echt gut, muss ich sagen. Die gefällt mir. Ist eine grüne Waffe. Eine leichte Waffe sozusagen. Dann die nächste Nahkampfwaffe, diesmal in Gelb.
Fackel hat auch einen Mana gekostet, ne, oder? Ja. Okay, dann in Gelb. Ein Angriff minus 2, 1 für 6 plus 4. Verursachst du bei einem Angriff mit dieser Waffe 9 oder mehr Schaden, erhält der Gegner zu Beginn deines nächsten Zuges minus 2 auf alle Angriffe. Kostet allerdings 4. Im Abenteuer, wie oben, der Gegner hält stattdessen plus 2 auf seine Würfe. Ja, für 4, also für teure Waffen, finde ich, ist immer schwer rauszukriegen. Also lohnt sich meiner Meinung nach nicht für den Koop-Modus. Für den Duell-Modus, den haben wir bisher noch nicht gespielt, da kann ich nicht so viel zu sagen. Dann haben wir hier den Draufgänger, Tappen. Bis zum Beginn deines nächsten Zuges verursachen deine Angriffe plus 2 Schaden und deine Probe, deine Fußproben, deine Ausweichproben misslingen automatisch. Ja, mehr Schaden für nicht ausweichen, ist ein Vorteil. Finde ich ganz gut, die Karte. Bringt interessante Karten rein. Dann kommt ein goldener Kompass. Auch hier ist eine kleine Anspielung auf Indiana Jones. Tappen, dein Gegner muss eine gelungene Ausweichprobe wiederholen. Und im Abenteuer muss ich mal wieder ein bisschen runtergehen, damit ich das lesen kann. Das blendet hier so ein bisschen. Ich hoffe, man sieht das hier noch. Moment, mal ein Stück ran. Im Abenteuer entscheide dich beim Erschöpfen entweder für die Kartenentwicklung, die Kartenwirkung oben oder diesen... Hä? Entscheide dich beim Erschöpfen entweder für die Kartenwirkung oben oder diese... Punkt. Sieht es auch? Nachdem ein Held als Ziel einer gegnerischen Aktion nach den Regeln der Zielauswahl bestimmt wurde, darfst du das Ziel auf einen beliebigen anderen Helden ändern. Ist aber ein Punkt, oder? Ach so, Doppelpunkt soll das sein. Okay. Mhm. Okay. Also man kann sagen, dass der Scherge oder der Schurke den Angriff wiederholen muss. Die Ausweichprobe wiederholen muss. Oder man kann sagen, ein anderer Held wird das Ziel der Aktion. Kompass kostet 3, ist eine Ausrüstung. Ja, finde ich nicht schlecht. Damit kann man quasi selbst tanken. Und dann haben wir hier den Glücksritter. Kostet 0. Lege einer deiner dauerhaften Karten ab. Du hältst dafür ein Augenmarker nach den üblichen Regeln. Die abgelegte Karte darf auch diese Karte sein. Okay, man kann sie also selbst ablegen. Jetzt lese ich hier zum zweiten Mal nach den üblichen Regeln, da vielleicht für euch nochmal als Hinweis. Das war bei ihm ja drauf. Was nach den üblichen Regeln heißt, wenn man hier nochmal ein Stück rangeht. Nach den üblichen Regeln bedeutet einfach, es sind nur eine gewisse Anzahl an Augenmarkern im Pool und wenn halt keine Augenmarker mehr im Pool sind, dann müsstet ihr euren Mitspielern quasi eine Karte wegnehmen, einen Marker wegnehmen oder ihr sagt halt, es geht dann halt nicht. Man kann halt nicht unbegrenzt welche damit machen. Dann haben wir hier die Geografie. Im Abenteuer. Decke die obersten beiden Karten eines beliebigen Abenteuerkartenstapels, zum Beispiel Schergen oder Ereignisse auf. Entscheide jeweils, ob du sie auf den Kartenstapel legst oder sie in den Kartenstapel mischt. Zusätzlich erhältst du Wildnisleben plus 1, auch ein Buff. Ein Buff für 2 ist schon mal gut. Und du kannst immer tappen und quasi gucken, was für Schergen kommen. Finde ich auch nicht so verkehrt. Jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken. Du hast ja doch relativ viele Werte, die du hier buffen kannst. Der wirklich so niedrige Werte hatte, das hatte ich gar nicht so einen Eindruck, ob die so niedrig sind. Das war jetzt gewesen Wildnisleben, ne? Wildnisleben war der ohnehin schon ganz gut. Der hatte eine 12, das heißt, der konnte man ihn auf 13 buffen. Ja, das klingt ganz nett, muss ich sagen. Dann das Blasrohr, ein Fernkampfangriff. Je nachdem, wie viel Mana ihr tappt, macht der 1-6 plus das Mana an Schaden und man darf maximal plus 6 machen. Auch eine gute Karte, muss ich sagen. Gefällt mir. Das gibt es ja schon als Zauber. Den Zauber finde ich dazu auch ganz gut. Dann haben wir hier den Fuchssinn. Immer wenn du durch einen Spieleffekt, der kein Angriff ist, HP verlierst, verlierst du 2 HP weniger.
Für 2, okay. Hatten wir jetzt schon irgendwelche Karten drin, wo man HP verliert? Kann ich mich nicht erinnern. Na, vielleicht kommt da noch was. Dann haben wir hier ein leckeres Nahkampfmesser. 1W6 plus 3 für 3. Und dann ist es oben wieder für Duell relevant, weil die Gegner haben keine gelbe oder orange Rüstung oder rote Rüstung. Und im Abenteuer gegen Gegner mit 2 Rüstung oder höher verursacht das Buschmesser 1W6 plus 2. Immer wenn du durch eine Kampfumgebung HP verlierst, verlierst du 1 HP weniger. Okay. Eine Kampfumgebung. Wann ist das der Fall? Also zum Beispiel, es gab ja, glaube ich, erst ein Szenario, wo du immer jede Runde 5 HP verlierst, wenn da irgendwie eine gewisse Anzahl an grünen Markern drauf sind. Ich glaube, das dann in diesem Fall. Okay. Ja. Dann haben wir ein nettes Paar Lederstiefel. Rüstungsschutz 1, dein Held bekommt plus 1 auf Laufprobe. Die sind gut. Für 2. Die sind auf jeden Fall gut. Ist auch hier mit weißer Schrift. Wie ihr seht. Und dann haben wir hier dieses Entwaffnen. Ein Gegner muss eine Angriffskarte deiner Wahl zurück auf die Hand nehmen. Auch hier im Abenteuer nur interessant. Spielbar, bevor die Trefferpunkte eines gegnerischen Angriffs ausgewürfelt werden. Anstelle des ausgegebenen Schadens erhält der Held 1W6. Also es gibt ja Helden, es gibt ja Gegner, die machen dann 1W6 plus 5. Dann 2 Zahlen. Weniger kriegen, maximal 5. Also die Karte ist im Prinzip nur gut gegen Gegner oder Schurken, die wirklich mit mehreren Würfeln angreifen, würde ich behaupten. Und dann haben wir hier noch eine Nahkampfwaffe. Borndorn, Angriff 1W6 plus 2. Verliert ein Gegner durch den Angriff HP, muss er eine zufällige Handkarte abwerfen. Im Duell klingt das nett, auf jeden Fall, ist ziemlich gut. Und im Abenteuer verliert ein Gegner durch den Angriff HP, kannst du ihm seinen nächsten Zug einen Aktionswurf deiner Wahl wiederholen lassen. Die ist auch gut. Kostet 3, ist aber trotzdem ganz nett, muss ich sagen. Ist übrigens hier, habe ich gar nicht gesehen, ist eine Fernkampfwaffe. Die finde ich nicht schlecht. Klingt interessant. Dann kommt als nächstes ein großer Heiltrank. Heilt einen Helden um 10. Ja. Für 4. Gibt dir den kleinen Heiltrank, ich glaube, der heilt 6. 2 für 6. 4 für 10 heißt 1 Mana für 1 Mana 2,5 HP heilen und bei 2 für 6 für 1 Mana 3 HP heilen. Na, das ist ja schlechter. Dann haben wir als nächstes hier ein Konstitutionselixier. Lege diese Karte ab, damit du bis zu Beginn deines nächsten Zuges die Schaden von Angriffen gegen dich um 4 reduzieren kannst. Die ist gut. Kann man spielen. Oder würde ich eventuell spielen, sagen wir es mal so. Hat ja jeder so eine andere Meinung, welche Karten gut sind, welche nicht. Und kommt natürlich auch immer aufs Deck drauf an, wie man dann letzten Endes sein Deck aufbaut. Waffengift, das kennen wir schon, das ist ein Reprint. Spielbar auf die dauerhafte Waffe eines Helden deiner Wahl, sie verursacht einen Schaden mehr. Die kennen wir auch schon, Akrobatik, einfach plus 2 auf Ausweichwurf oder auf Fußproben, wenn ihr das so wollt. Was da wichtig ist, da gibt es Reprints zu. Bei diesen Reprints, da kriegt er dann zusätzlich, weil diese Karten wahrscheinlich zu schwach waren, kriegt er zusätzlich noch einen Mana auf eine Heldenaktionsprobe. Ne? Da würde ich auch immer die spielen und nicht die Base-Variante. Hier dasselbe, plus 2 auf Angriff. Da gibt es auch, wie gesagt, nochmal einen Reprint, wo man dann nochmal quasi gratis einen Mana für eine Probe bekommt. Auch hier dasselbe. Das gleiche als 3er-Variante, also alles Reprints im Übrigen. Das Schutzamulett, das kennen wir auch schon. Lege diese Karte ab, um die eben eingetretene Auswirkung einer Liturgie, eines Zaubers oder eines Magieangriffs einmalig nachträglich zu verhindern.
Dann auch das kennen wir schon, Kriegskunst. Auch nochmal, um den Fernkampfangriff zu boosten. Wenn er jetzt mal guckt, da habt ihr also im Prinzip in dem Standarddeck zumindest zwei Möglichkeiten, euren Fernkampfangriff zu boosten. Ihr merkt, der Held geht ziemlich auf Fernkampf als Main-Angriff. Dann haben wir hier eine Handvoll Sand. Spielbar vor der Angriffsprobe eines Gegners. Ihr werft quasi dem Gegner Sand in die Augen. Alle Angriffswürfel des Gegners verschlechtern sich bis zum Ende des Zugs um 3. Und Abenteuer, da werden alle Wurfproben, also für den Aktionswurf, um 3 erhöht. Für 1. Ich bin nicht so ein Fan davon, die Proben irgendwie um 3 zu erhöhen oder um Wert zu erhöhen. Ist nicht so mein Spielstil. Gefahreninstinkt. Ein eben gewürfelter Schadenswurf eines gegnerischen Angriffs muss wiederholt werden. Das kleinere Ergebnis zählt. Für 0 ist okay. Freie Aktion. Genauso im Übrigen wie auch die Hand versandt. Dann haben wir hier noch eine nette Armbrust. Die finde ich auch gut. Kostet 3. Ist eine leichte Armbrust. Aber, wenn ihr mal guckt, ne, ihr tappt die für 1 Mana. 1 wie 6 plus 6 Schaden. Für 3 Mana. Die ist richtig gut. Allerdings, hast du mit dieser Karte angegriffen, darfst du sie in deinem nächsten Zug nicht bereit machen. Da macht es vielleicht Sinn, dann einfach 2 Fernkampfwaffen zu spielen, aber ich finde die richtig gut. Die gefällt mir. Die werde ich auf jeden Fall in vielen Decks spielen. Dann haben wir hier noch eine Belohnungskarte. Goldenes Idol. Und ihr seht, da ist jetzt dieser Kopf von dem Schatzjäger drauf. Das heißt, diese würden jetzt zusammen zu einem separaten Deckstapel gemischt werden. Sagt aus, dein Gegner, das ist mir nicht so wichtig, im Abenteuer, zu Beginn des Gegnerspielzugs verlieren alle Gegner, die du auch regulär angreifen könntest, jeweils 1 HP. Wirf danach 1 wie 6, bei einer 2 oder 5 lege diese Karte ab. Für 1. Gegen schergenlastige Szenarien oder in schergenlastigen Szenarien ist die gut. Die lege ich mal hier separat hin. Dann Kelch des Lebens, auch hier eine Anspielung gefühlt auf Indiana Jones. Lege diese Karte ab. In deinem Zug natürlich, um dann HP auf 15 zu setzen. Für 2, auch gut. Besser als der große Heiltrank auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Kristallschädel. Auch hier Indiana Jones lässt grüßen. Lege diese Karte ab und wähle eine ausliegende dauerhafte Karte mit einem Angriff aus. Der betroffene Spieler muss sie in seinen Zugstapel zurückmischen. Das trifft natürlich nicht zu. Wir gucken uns wieder das Abenteuer an. Lege diese Karte ab, mische einen Schergen mit Gefahrenwert 3 oder weniger zurück in den Zugstapel. Für 3. Bisschen teuer, finde ich. Dann haben wir hier das Orikalum-Schild. Gegnerische Karten ist nicht so wichtig, im Abenteuer wieder. Gegen Magieangriffe erhöht sich der Rüstungsschutz dieses Schildes um plus 2. Hat einen Rüstungsschutz von 3. 5 gegen Magieangriffe. Ja, weiß ich nicht. Und noch eine weitere Karte. Und zwar Voodoo-Fluchstein. Lege diese Karte ab in deinem Zug ab. Und du und ein Gegner deiner Wahl verlieren gleichzeitig jeweils 8 HP. Finde ich okay. Kann man spielen. So, dann zeige ich euch mal, was hier noch drin wäre. Nur ganz kurz, ne? Das sind dann hier noch für das Szenario Kontaktpersonen, astrale Geheimnisse, Tagebuch, dann logischerweise die Umgebungskarten, die Zeitskala, wie gesagt, da habe ich am Anfang gesagt, da möchte ich mich nicht zu sehr spoilern, und dann bringt er noch 2 Belohnungskarten mit, die gucken wir uns allerdings nochmal an. Lege x grüne Marker von dieser Karte ab, um das Wurfergebnis einer Talentprobe nachträglich um die gewisse Anzahl zu senken. Und dann kann man eben auch für Mana wieder überhaupt erstmal grüne Marker drauf machen. Kostet 2. Ja, ist okay. Und ich glaube, den kennen wir schon. Bekommst du AP-Gehalt, so darfst du diese Karte auf die Hand nehmen, um einen Bonus von plus 2 auf die nächste Talentprobe zu halten. Die kennen wir noch nicht. Wird dieser Bonus in der laufenden Runde nicht genutzt, so verfällt er.
Ja, vielleicht im späteren Game ganz gut, würde ich sagen. Aber ansonsten. Okay. Dann haben wir jetzt grob alle Karten gesehen. Vielleicht für euch als Hinweis nochmal, wenn man sich jetzt noch, oder für diejenigen, die sich in Aventuria noch nicht so gut auskennen. Wir haben einmal die Karten mit weißen Buchstaben. Die mit weißen Buchstaben, die können alle Helden spielen. Das heißt, die könnt ihr beliebig in euer Deckbuilding reinbauen. Und dann gibt es natürlich auch hier die schwarzen Buchstaben. Und die kann nur der Schatzjäger selbst spielen, muss sie aber nicht spielen. Da würde ich sagen, schauen wir uns nochmal ganz kurz an, welche schwarzen Karten denn alle da drin waren. So. Ein bisschen rüberrücken hier. Ich meine, das waren alle. Ich schaue eben nochmal nach. Ne, hier haben wir noch einen. Den Fuchssinn. Also im Prinzip 9 Karten. Ich packe die mal so hin. Ja, wie ich, also um ein grobes Fazit zu ziehen, ich finde, dass sich der Held echt interessant liest, auch spannend, seine Werte zu buffen. Und man merkt halt, dass er so ein bisschen auf Fernkampf geht. Haben wir noch mal, ich lege euch nochmal die hier drüber. Dann kommt er auch auf echt gute Werte. Ich weiß allerdings nicht, wie squishy er ist. Er hat natürlich ein paar Karten, um den Schaden abzuwehren. Aber er spielt ja halt doch relativ wenig Rüstung. Klingt aber auf jeden Fall interessant. Natürlich müsst ihr, und auch hier die Idee, quasi nochmal ein separates Deck zu haben, mit dem man dann Karten ziehen kann, wenn man so ein Augensymbol ausgibt. Und grundsätzlich, wenn man eben auch auf diesen Stapel mit diesem Abenteuerdeck, hieß es glaube ich, spielt, dann sollte man natürlich möglichst viele Karten mit dem FET spielen, mit seiner Abkürzung. Denn jedes Mal dann habt ihr die Möglichkeit quasi die Karte zu ziehen, wenn ich mich nicht irre. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken, ob ich das richtig erklärt habe. Gucken wir nochmal rein in die Regeln. Genau, spielst du eine Talentkarte mit dem Heldenkürzel, darfst du einen ablegen, um eine zufällige Karte vom Entdeckungsstapel zu ziehen. Dementsprechend, klar, kann man natürlich darauf spielen, ne, dass man ein Deck so aufbaut, dass man eben möglichst viele Karten mit seinem Kürzel spielt. Also sprich, sein Standarddeck würde sich anbieten, weil da hat man nur Karten mit diesem Kürzel. Dann darf man auch relativ oft Karten ziehen. Das gilt natürlich nur für, wichtiger Hinweis noch, das habe ich gerade, nicht, dass ich das überlese, ne? Das gilt auf jeden Fall natürlich nur für Talentkarten. Dementsprechend sollte man diese Talentkarten mit dem FET alle reinnehmen, um eben auch Zugriff auf sein Abenteuerdeck zu bekommen. Und da waren ja doch schon ein paar ganz interessante Sachen dabei, wenn ich dann an den Kelch denke. Oder an die Statue, die fand ich auch nicht schlecht. Gut. Das war's vom Schatzjäger. Ich muss sagen, der war gar nicht so leicht zu kriegen. Der ist momentan ziemlich vergriffen. Kann natürlich dafür stehen, dass die Karten sehr begehrt sind. Ja, entscheidet selbst, ob euch das zusagt oder nicht. Das Abenteuer soll gut sein. Wenn ja, greift zu. Wenn die Karten nicht so euer Ding waren, dann, klar, verstehe ich auch für den Preis. Aber ich denke, das Video hat einen ganz guten Überblick gezeigt, welche Karten da so drin sind. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!